Ohne Schleifschuh bewegt sich die U-Bahn keinen Meter fort. Nach 100.000 Kilometern ist die Sohle durch. Tage, das Fahrzeug zu uns in die Werkstatt kommt und dann ist dieses Fleisch oder der Rest. Ey, der hat mich jetzt nicht ernsthaft gestritten, so oder? Dass wir dann den Schleifschuh noch wechseln können. Dieses dumme Stück Scheiße. Man, the banking hours has closed. It's instantly transferred. What are you talking about? Yes, ma'am, but the banking hours has still the banking hours has closed, ma'am. That is the reason, ma'am. That's what I was checking. That's what I was checking. Let me see if I got the refund, ma'am. Let me check really quick. No, ma'am, you did not receive the refund amount. Well, it says it was transferred instantly, so that's the good news. Yes. Shouldn't take too long. I said in 5 minutes. Ma'am, you remember? I told you. Basically, just bait them and keep them on the phone a little bit. I really appreciate your time and patience. I think they're scrambling, trying to figure out how they're going to do it. And, ma'am, may I know how old are you? Because over the phone, your sound is too young. I'm 77 years young, baby. Und eins, welches eher aussah wie eine aufgeblasene Klarinette. Also es gibt noch mehr als nur Alt und Tenor, sagst, aber das sind einfach die most common und außerdem die besten für Anfänger. Ich hab mir den Flügel abgerissen, tatsächlich bin ich ein absoluter Vollidiot, aber ich fliege noch. Hat den denn gekriegt? Zu viel Geschwindigkeit. Martin? Also wenn du gleich mal stirbst und ich, aber ich werde gleich tief in die das kann ich jetzt erstmal direkt mit Shadow Play speichern. You are the one thing in my way. Yeah, boy. Wie man ein Flugzeug ohne Flügel steuert. So. Wenn ich die Maschine gelandet bekomme, bin ich ein fucking Gott. Und zwar wirklich ein fucking Gott. Are you fucking kidding me? Das ist mir schon mal passiert. Ich hasse Flakgranaten. Gruselig, schmuselig, Leute. Entweder haben wir eine Anspielung auf Happy Death Day oder der gute Jason aus Freitag der 13. hat seine Hockeymaske verloren. Hut ab, auf jeden Fall für den Schauspieler, der sich eine Pizza ins Gesicht geklebt und damit in den Garten gestellt hat. Und das ist Diddy. Oh mein Gott. Ja, well. Der Wichser fliegt halt einfach noch, weißt du, und ich habe keinen Flügel mehr. Kommt mir irgendwie bekannt vor, diese Situation. Moin. Okay. Das ist schlecht für eine Werbung ist, wenn dem Kunden erst ganz am Ende gesagt wird, wofür überhaupt geworben wird. Das entsprechende Produkt vorher plakativ in den Spot zu drücken, hätte hier aber nicht unbedingt in die Stimmung gepasst. Wie gut wäre denn die spooky-spooky-Gruselstimmung noch rübergekommen, wenn bereits in den ersten Minuten jemand gedroppt hätte, jo, lass die Pizza ruhig im Ofen, ich hab eine Haushaltsversicherung bei Grave! Aber bevor wir jetzt zu irgendeinem Fazit kommen oder so, habe ich noch einen zweiten Spot für euch. Denn nicht nur eine vergessene Pizza kann zur Gefahr im Haushalt werden. Legen wir also los mit Maximum Voltage! Nein! Ich bin Lama. Wir haben die 7 spannendsten und kuriosesten Suchanfragen zum Klötzchenabenteuer für euch zusammengestellt und liefern euch nun die Antworten auf all die Minecraft-Fragen, von denen ihr vielleicht noch gar nicht wusstet, dass sie euch interessieren. Erste Frage: Ist die Welt von Minecraft unendlich? Nein, die Minecraft-Spielwelt ist nicht unendlich groß. Allerdings muss man sehr lange und sehr weit laufen, um ihr Ende zu erreichen. Bis dahin vergrößert sich der Horizont um uns herum automatisch immer weiter und dadurch kommt es uns so vor, als würde die Welt nie enden. Tatsächlich stößt man aber irgendwann auf eine unsichtbare Wand, die sogenannte Weltbarriere.
Diese Barriere befindet sich sowohl auf der X- als auch auf der Z-Achse der Minecraft-Welt bei den Koordinaten plus minus 29.999.983. Hört sich nach komplizierter Mathematik an. Etwas einfacher ausgedrückt bedeutet das aber nur, dass wir vom absoluten Mittelpunkt der Minecraft-Welt aus in jede Himmelsrichtung 30 Millionen Blöcke weit laufen können, ehe wir an die Weltbarriere stoßen. Zweite Frage. Ist die Welt von Minecraft rund? Nein, die Welt von Minecraft ist nicht rund. Zumindest wenn man nicht gerade wie hier irgendwelche Mods benutzt. Stattdessen ist die Welt von Minecraft vielmehr eine Art Scheibe. Und zwar in der Größe von 60 Millionen mal 60 Millionen Blöcken. Ihr könnt zwar versuchen, Rundungen und Berge in die Spielwelt zu bauen, aber die maximale Höhe der Welt beträgt 256 Blöcke. Da stößt man also recht schnell an die Grenzen. Wenn man so will, ist die Welt von Minecraft also ein sehr langer und sehr breiter, aber nicht sonderlich hoher Quader mit den Maßen 60 Millionen mal 60 Millionen mal 256 Blöcke. Dritte Frage. Wie viele Menschen auf der Welt spielen Minecraft? Laut der aktuellsten Meldung von Microsoft aus dem Oktober 2018 verzeichnet Minecraft monatlich 91 Millionen aktive User. Dabei werden aber alle Plattformen zusammengezählt, also PC, PS4, Xbox und alle anderen Varianten. So kommt Minecraft jeden Monat auf mehr Spieler als Deutschland Einwohner hat. Das sind nämlich nur knapp 83 Millionen. Auf dem PC selbst hat Minecraft im April 2019 die Rekordmarke von 30 Millionen verkauften Kopien erreicht. Plattformübergreifend wurden sogar 154 Millionen Exemplare verkauft. Dabei nicht mit einberechnet ist zudem noch der chinesische Markt. In China wird Minecraft nämlich als Free-to-Play-Titel angeboten und verzeichnet auch nochmal über 150 Millionen registrierte Nutzer. Vierte Frage. Wie kann man in Minecraft ein Lama reiten? Eine sehr zweckdienliche Frage, aber auch die wollen wir beantworten. Ja moin! Denn wahrscheinlich ist nicht jeder von euch draußen ein Lama. Punkt 2, der extreme Aufwand bei den Dialogen. Denn in Red Dead Redemption 2 führt man die meisten Unterhaltungen beim Reiten von A nach B. Und weil man da mal weiter und mal näher am Gesprächspartner dran ist, hat Rockstar tatsächlich all diese Gespräche in zwei Fassungen aufgenommen. Eine in Zimmerlautstärke und eine, in der Arthur deutlich lauter schreien muss. Oh mein Gott, ich lande ein Flugzeug mit keinem Flügel. Ha, who needs wings, right? We'll be right back.
It is natural to die. Oh, schade, fast. Fast, mein Freund. Nice wingtipping. Miau. Wiedersehen. Meine Fresse, ist eine Menge A hier. Book Patreon allows me to buy more resources for this channel, such as books and other materials, and directly influences my ability to invest more time into it. Just a dollar a week can already make a big difference. Before you leave, make sure you pass by those like buttons on your way out, and to share this video with your friends. If you want to know more about how the Soviets used the IL-2, check out this video. Or, if you are interested in why bombing was so difficult during World War II, check out this video. As always, I hope you have a great day, good hunting, and see you in the sky. Yes! Woo! Ach, in jedem MG habe ich noch. Geiler Scheiß! Oh mein Gott! Für den zweiten hatte ich 160 Kugeln. Für den ersten hatte ich noch 400 noch was. Ah. Naja. Oh shit.
gut. Das war easy. Moin. Das war ein schöner Strafe, Mann. Auch wenn der nicht ging. Bumm! Ja, Gott, das ist toll. So. Get one. I'll look at the one on 10. He's trying to get him with tracer ammunition. Nee. What the f- Welcome to my compilation for fucking YouTube, dude. You're just one of those filthy pilots who fucked it up. that's the downside of the BF-109. If you go too fast, it doesn't maneuver at all. Yeah, I had the same with the Li-5. That was fucking fun. Oh my god. Sorry, but this is... That is so fucking fun. Yeah, I need G-force training on my pilots. No. I'm using this as a turn fighter because I don't give a shit. Fuck me, man. Oh, he's probably... Maybe he's crashing. No, he's not. More G-forces, please. Oh, this is fucking terrible. I'm using the worst boom and zoom ever. Yep. But you know what? It's actually kind of working. Could be worse. You could have been in my position. I fucking crashed! Wow. Oh, thanks. I'm faster, boy. Oh, that's big set. I'm stronger, boy! Sorry. I have rockets. I have a huge cannon, boy. I can compensate for more. My ding-dong is longer than yours. I have more of them. More of them respectively. But this map is so fucking favorite for the allies. I wonder what he has for the other side. Why do we have French tanks, by the way? Why do we have Chinese tanks on the side as well? LOL! Oh my god! That best random rocket. I'm gonna say this. Videos von irgendwelchen Kindern anguckt und dazu dann nichts Geistreicheres formulieren kann als oh mein Gott, das ist ja so blöd. Alter, lösch dich doch. Oder um es mit deinen eigenen Worten auszudrücken: Du bist der lächerlichste Kanalzerstörer, der existiert. Kuchenkind ein Leben lang. Das erste Mal, dass ich mit KuchenTV halt den Uservote locker gewinnen könnte. Trotzdem flog er in der ersten Runde raus und bis hierhin ist das alles gar nicht so schlimm, aber Kuchens Reaktion darauf war wie bei dieser KS-Freak-Sache mal wieder unglaublich peinlich, als er sich im Forum in mehreren Posts darüber ausheulte, dass die Jury ja gar keine Ahnung hat und dass das ja alles total parteiisch ist und seine Punchlines waren eigentlich viel besser als alle denken. Es ist einfach unglaublich peinlich gewesen. Wer jetzt denkt, dass sein Geheule im Forum die Krönung des Ganzen war, der liegt allerdings falsch, denn ein paar Tage später machte Kuchen ernsthaft noch ein 16-minütiges Geraped-Video gegen seinen Gegner, in dem er nochmal betonte, dass sein Text ja viel besser war als der von seinem Gegner und die Jury ja total inkompetent ist und alle gar keine Ahnung haben. Kann man noch stärker ausdrücken, dass man ein schlechter Verlierer ist? Ich kann ja grundsätzlich nachvollziehen, wenn man sich über das VBT beschwert. Die Juroren sind halt größtenteils wirklich irgendwelche Kinder, die nicht unbedingt die geistigen Kapazitäten besitzen, komplexere Punchlines als ich ficke deine Mutter zu verstehen und deswegen deinen Punktabzug vergeben, weil sie es einfach nicht begreifen. Der
Der Turnierveranstalter Ab hat sogar mal allein meinetwegen die Regeln des VBTs geändert. Wir erinnern uns zurück, 2015, ich war im VBT, ich bin ins 64. Finale gekommen und hab da dann verloren. Aber es gab damals noch die Regel des sogenannten Lucky Losers, der dann, wenn er in dem 64. Finale verliert, mit in die nächste Runde kommt, um Plätze aufzufüllen. Und das ist dann derjenige gewesen, der die meisten Fanvotes hatte. Das war halt mit Abstand ich. Und weil ich mich in dem Turnier nicht gerade beliebt gemacht habe mit den Sachen, die ich in meinen Runden gesagt habe und den Dingen, die ich in meinen Videos gemacht habe, hat Ab halt einfach gesagt, lol, die Regel gibt's nicht mehr, den Lucky Loser, den wähle jetzt ich aus. Aber du, mein lieber Kuchen, du bist wirklich nicht in der Position, dich über irgendwas zu beschweren. Du bist nämlich wirklich ziemlich scheiße gewesen. Deine Runde war nicht gut, deine Punchlines waren kacke. Du hast keinen Flow, was weiß ich, du bist halt einfach kein guter Rapper. Und da bringt's halt auch nichts, dich darüber zu beschweren, dass du ungerecht beurteilt wirst und viel besser warst als dein Gegner. Du warst ja trotzdem mega scheiße. Ich hab keine Ahnung, ob du besser warst als dein Gegner, ihr wart beide scheiße. Das würde mich nicht wundern, wenn du objektiv schlechter wärst. Ist aber egal, wie gut. Belastend. Oh mein Gott, die können fast alle ineinander fliegen, Alter. Hm. Junge, an mir sind 4 Flugzeuge dran. Was ist hier los, Alter? Ihr seid ja alle wie die Geier. Ich kann die nicht ewig runterdragen, though. Ach Gott, hast du da einen Pulk? Ja! Aber ich mach nicht. Da kann ich dir nicht helfen. Oh, ich hab 2 getötet. Ah, geil. Okay. Scheiße, ich hab ein Problem. Und das heißt, ich krieg das Flugzeug nicht mehr hoch, oder? Doch, ich krieg's hoch. Okay, nevermind. Alles gut. Ich hab 2 ausgeschaltet. Von 4. Ich dive auf die 5. Boy, ich bin ein Gottpilot. Wer was anderes behauptet, ist ein Hurensohn. Und ich hab jemanden getötet. Ich würde mal sagen... Ich muss erstmal von meinen 700 km/h runterkommen. Nimm einfach Motor ausmachen, während du divest. Tu ich gerade. Bei der wird mir auf jeden Fall sehr gefährlich. Ich kann hier noch outdiven. Oder outperformen, alles gut. Das Ding ist, ich kann mein Flugzeug nicht mehr richtig bewegen. Das geht nicht mehr lange gut. Ich mach genau das gerade, was du auch die ganze Zeit gemacht hast. Ich toaste das Flugzeug ein bisschen. Oh, ich kann halt einfach nicht nach Dingens abdrehen. Nach links. Ich kann nur rechts ausbrechen. Und jetzt habe ich ein Problem. Weil meine Motorleistung ist am Arsch. Komm schon, Flugzeug. Du schaffst das. Du da. Du da. Heb doch einfach nochmal ab. Lalelulalei. Oh. Not gonna lie. Ich bin ein absoluter Gottpilot. Und wenn das Ding down ist, dann speichere ich erstmal den Clip. Alter, das war zu gut. Auch noch was verbraten, na komm! Komm schon. Vielen Dank, dass du mir den Arsch gerettet hast, though. Very much appreciated.